meine Lieben. 2018 steht der Planet Venus im Zentrum für die Liebe, Harmonie, Schönheit und Geld. All das fördert, begünstigt und bestrahlt die Venus. Das lässt uns aufatmen. Die Liebe und die Freundschaft werden gestärkt. Und das ist nach den letzten Monaten wie eine Erholung. Denn pure Freude kommt auf. Aber sicher interessiert ihr euch oder interessiert es euch sicherlich, wie es speziell dem einzelnen Sternzeichen ergehen soll in diesem Jahr. Hier könnt ihr in Teil 1 eine kleine Prognose für die Sternzeichen Widder bis Löwe erfahren. Wir beginnen mit dem Widder. Der Widder geht mit Ehrlichkeit und Enthusiasmus ins Jahr. Er erlebt eine neue Kreativität und bei ihm ist die Liebe eine dezente Zurückhaltung angebracht. Da sollte er drauf achten. Der Stier zeichnet sich in Verlässlichkeit und neuer Dynamik aus. Nach einem anstrengenden vergangenen Jahr kommen Sicherheit und Bodenständigkeit in sein Leben. In der Liebe erlebt der Stier durch die Liebesgöttin neue Sinnlichkeit. Er fängt Feuer und eine neue Liebe steht ins Haus. Zum Zwilling. Zwillinge erleben neue Kontaktfreudigkeit. Das bedeutet romantische Zweisamkeit nach einem charmanten und angenehmen Flirt. Das ist pure Harmonie. Beim Krebs melden sich neue Aufmerksamkeiten wie auch Feinfühligkeiten an. Aber Vorsicht vor, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Du solltest rechtzeitig die Reißleine ziehen. Der Löwe erlebt neue Zielstrebigkeit, Selbstsicherheit und Optimismus. Intelligent, aber materialistisch verfolgt er seine Träume und Wünsche. Eine Partnerschaft wird sich festigen. Du wirst sehen. So, morgen geht es weiter mit den Sternzeichen Jungfrau bis Fisch. Versäumt es nicht, auch dies euch anzuhören. In Liebe, eure Deria.